Mein Name ist Christoph Huber. Ich arbeite an der forstlichen Ausbildungsstätte in Frankirchen. Auf der einen Seite in der Aus- und Weiterbildung, auf der anderen Seite in der Wissenschaft am Institut für Forsttechnik. Der Schwerpunkt an sich, auf der einen Seite natürlich Wissen zu schaffen im Bereich der Forsttechnik, auf der anderen Seite dieses Wissen, was wir generiert haben, auch an die Frau oder an den Mann zu bringen. Als Forsttechniker beschäftigt man sich, wie der Name schon sagt, sehr intensiv mit der Technik. Die Technik mit Maschinen ist hierbei gemeint. Und man schaut hier, was hat es für Innovationen gegeben, wie wirken sich diese Innovationen aus, und zwar auf die unterschiedlichsten Bereiche. Auf der einen Seite hat man hier sicherlich die Umwelt, wo man den Nachhaltigkeitsaspekt natürlich betrachtet. Auf der anderen Seite hat man auch immer wieder den Fahrer, den Menschen an sich im Blickfeld, wo man auch schaut, wie geht es dem Menschen mit der Maschine. Wie arbeitet der Mensch mit der Maschine zusammen? Die Verknüpfung von Wissenschaft und Lehre ist eines der wichtigsten Disziplinen, die man eigentlich anstreben sollte. In der Wissenschaft, wie der Name schon sagt, wird Wissen geschaffen und es ist wichtig, dass dieses Wissen schlussendlich auch bei den Personen ankommt. Und genau das ist der Schwerpunkt, den wir hier an der forstlichen Ausbildungsstätte leben. Wir versuchen, dass wir das Wissen, das wir in der eigenen Forschung generieren, auch direkt beim Publikum, bei unseren Kunden, bei unseren Kursteilnehmern schlussendlich auch dann unterbringen. Typische Handgriffe in meinem Beruf, muss ich mal überlegen. Also diesen typischen Handgriff in meinem Beruf, den gibt es so gesehen eigentlich überhaupt nicht. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Jedes Projekt, jede Forschung ist anders, hat eine andere Zielsetzung. Somit unterscheiden sich die Handgriffe grundsätzlich voneinander. Und auch in der Lehre, wir haben unterschiedlichstes Publikum, angefangen von Einsteigern, die was gerade einen Wald geerbt haben und sich näher mit dem Wald beschäftigen möchten, bis hin zu Akademikern, die was auf die Staatsprüfung vorbereitet werden, wo man sich auf das jeweilige Publikum immer wieder einstellen muss. MINT-Fächer waren meistens meine Lieblingsfächer, hängt immer auch ein bisschen vom Lehrenden ab und wie sympathisch man den Lehrenden schlussendlich auch findet. Aber ich habe mich eigentlich schon von der Schule weg bis jetzt zum Arbeitsleben durch das Studium hinweg immer wieder mit naturwissenschaftlichen Fächern, Mathematik und Physik sehr gut anfreunden können und habe auch jetzt laufend mit diesen Inhalten aus diesen Fächern zu tun. Also eigentlich schon im Volksschulalter habe ich am elterlichen Betrieb sehr viel mit Naturwissenschaften zu tun gehabt, mit der Landwirtschaft, mit der Forstwirtschaft. Und im Laufe meiner weiteren Ausbildung am Gymnasium ist mir der Wunsch Richtung Forstwirtschaft immer stärker geworden und der hat mich schlussendlich dazu bewegt, dass ich Forstwirtschaft studiert habe und auch einen forstwirtschaftlichen Beruf ergriffen habe im Anschluss. Mir macht mein Job Spaß, weil ich die Wissenschaft mit der Technik, mit der Ausbildung und Weiterbildung verknüpfen kann an einem Standort und kein Tag wie ein anderer ist. Ich habe immer wieder mit neuen Themen, mit neuen Projekten hier in meinem Job zu tun, immer wieder mit neuen Personen, auf die ich mich einstellen muss, die was unterschiedliche Fragestellungen an mich heranbringen. Und gerade das ist das, was ich an meinem Job sehr schätze. Mein Job trägt insofern zum Klimaschutz bei, als wir uns mit Maschinen beschäftigen und die Maschinen, sage ich, ein Schlüsselelement sind, was die Waldbewirtschaftung betrifft und was das Klima betrifft. Wir sind in Österreich immer angestrebt, von wir Maschinen, teilweise auch große Maschinen verwenden, dass wir immer wieder auf die Nachhaltigkeit Rücksicht nehmen, das heißt auf den Boden Rücksicht nehmen, auf das Umfeld Rücksicht nehmen, auf das Klima Rücksicht nehmen. Und auch das ist auch eine ganz zentrale Botschaft, die wir in unserer Aus- und Weiterbildung auch den Teilnehmern und Kursteilnehmern vermitteln. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick in die Welt eines Forsttechnikers, einer Forsttechnikerin bekommen. Wenn du viel Interesse an Naturwissenschaften hast, einen Hang zu Maschinen hast, dann ist vielleicht der Beruf als Forsttechnikerin oder als Forsttechniker genau das Richtige für dich.